Hallo und herzlich willkommen zurück zum dritten Teil von Kapitel 18, dem Satz von Herrn Banach zur Grundlagen der Funktionalanalyse. Hui. Lustiger Satz. So, was hat man beim letzten Mal kurz festgehalten? Wir hatten im Prinzip als letztes den Satz von Herrn Banach bewiesen für die beiden Fälle, dass der Körper entweder reelle Zahlen oder komplexe Zahlen ist. Und wollen mit dieser Erkenntnis jetzt ein bisschen Unfug treiben. Zunächst mal wollen wir noch eine Spezialversion ziehen. Das machen wir folgendermaßen. Also, das ist der Stand, den wir bis jetzt haben. Jetzt wollen wir einen wichtigen Spezialfall gesondert hinschreiben. Und zwar diesen Satz von Herrn Banach. Die heißen in der Theorie tatsächlich wirklich alle Satz von Herrn Banach. Und wenn man irgendwie in einem späteren Beweis Satz von Herrn Banach liest, dann muss man immer zurückgucken und gucken, welche der Varianten braucht es. Das ist aber ein bisschen Erfahrung, kein größeres Ding. Dieser Spezialfall ist jetzt folgendes, wir wollen das für normierte Räume nochmal speziell fassen. Das heißt, wir nehmen uns einen normierten Raum X über einen der beiden Körper R oder C, V0 soll wieder ein Unterraum sein von X. Und jetzt nehmen wir F0 in V0', also das soll stetige Linearform sein. Also V0' ist jetzt wieder der ganz normale topologische Dualraum auf V0, von V0. So, und dann gibt es eine Fortsetzung, die die Norm erhält. Na, also dann hat F0 eine Fortsetzung zu einer stetigen Linearform. F in x', die genau die gleiche Norm hat wie F0. Das ist das, was ich im letzten Video andeuten wollte mit dieser Linienmalerei im Koordinatensystem, da die anschaulich halt funktioniert, aber die halt nicht wirklich mathematischen Inhalt hat, sozusagen. Naja, und hier möchte ich jetzt eigentlich auch nichts zu beweisen. Was da im Wesentlichen im Beweis passiert, ist, man setzt in dem Satz von Herrn Banach von vorher das P von x fest als die Norm von F0 mal die Norm x. Das ist eine Halbnorm. Und wenn man P von x festsetzt als Norm von F0 mal Norm von x, naja, dann steht... Ach, wo ist der Mauszeiger? Da ist er. Dann steht an dieser Stelle genau das Passende. Na, also da kann man dann schön rausdividieren, hat dann für die Fortsetzung, also man weiß, es gibt eine Fortsetzung nach diesem Setting, und hat dann für die Fortsetzung genau diese Ungleichung hier unten stehen. Da passiert also nichts Dramatisches. Das ist der einzige Trick. Also setze in 18.8 P von x gleich Norm F0 mal Norm x. Die Norm ist jetzt natürlich da, weil wir auf dem Banachraum operieren. So. Und jetzt wollen wir daraus eine Folgerung festhalten, die wir noch brauchen werden. Die ist allerdings jetzt tatsächlich dann, wenn wir das wissen, relativ einfach einzusehen. Wenn wir einen Banachraum haben, und wir nehmen uns ein Element aus dem Banachraum, das nicht die 0 ist, dann gibt es eine stetige Linearform, f in x', sodass das f von x nicht 0 ist. Ist eine direkte Anwendung des Satzes von Herrn Banach. Was macht man im Prinzip? Man fixiert einen Unterraum, in dem x nicht drin ist. Geht, weil x nicht 0 ist. Und nimmt darauf sozusagen eine Linearform, die ungleich 0 ist, was sie sein muss, weil das 0 nicht dann im Unterraum drin ist, und setzt das Ding fort. Ja, dann muss es allerdings natürlich überall ungleich 0 sein, durch die Fortsetzungseigenschaft, also die Norm erhält. Aber das x, also f von x kann nicht auf 0 abgebildet werden, weil sonst wäre x ja selber die 0, nur wegen der Linearform. Also das ist sozusagen die ganze Beweisidee, die dahinter steckt. Was wir jetzt beweisen können, ist Satz 17.8. Da braucht man nämlich diese Folgerung für. Und Satz 17.8 ist folgendes. Für so ein x aus einer Banach-Algebra, x, oder x war der Banach-Raum, und dann haben wir dann auch eine Banach-Algebra A gehabt, die einfach ein x ist mit einer Multiplikation Punkt. Und dann haben wir uns für ein x aus x angeguckt, das Spektrum. Und dann ist der Satz 17.8, dass das Spektrum kompakt in x ist, für jedes x, und insbesondere nicht leer. Und das konnten wir bis jetzt nicht beweisen. Jetzt können wir es. Allerdings brauchen wir zum Beweis an einer Stelle ein bisschen Funktionentheorie. Die kann man aber glauben, die ist nicht schlimm. Und wenn man sie nicht glaubt, kann man sie ganz leicht nachlesen in den gängigen Lehrbüchern, also Conway, Jänich, Alfors. Bitte nicht Remmert, bitte nicht Freitag. Also aus funktionentheoretischer Sicht. Die Bücher an sich, meinetwegen. Aber wenn man wirklich Funktionentheorie betreiben möchte,
Gibt schönere Bücher. Wesentlich schönere. Also, Beweis von Satz 17.8. Naja, wir wollen zeigen, Sigma von x ist kompakt. Das ziehen wir ganz zum Schluss raus. Wir wollen zunächst mal zeigen, dass Sigma von x nicht leer ist. Also nehmen wir an, es ist leer. Also Annahme, das Spektrum ist leer. Ja, was heißt das dann? Nach 17.6 heißt das dann, wir können hierfür die Resolvente hinschreiben für dieses x. Und die ist holomorph auf ganz c, also das ist eine ganze Funktion. Dann haben wir in 17.10 so eine Resolventenabschätzung hergeleitet. Die sagt uns gerade, wenn ich den Limes betrachte, Lambda gegen unendlich, über die Norm von Rx von Lambda, kann ich zunächst mal die Norm Rx von Lambda hier mit dieser Resolventenabschätzung abschätzen. Und kriege das raus, das ist 1 durch Betrag Lambda minus die Norm von x. So, die Norm von x ist fest, weil das x fest ist, und das Lambda läuft gegen unendlich, das heißt das hier. Das ist einfach 0. So, jetzt gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Beide müssen wir zum Widerspruch führen. Entweder r ist nicht konstant oder r ist konstant. Ja, also, ist rx nicht konstant? Naja, so gibt es nach dieser Folgerung 18.10, die wir gerade hatten, nach Folgerung 18.10, ein f in A', wobei A die zugehörige Banach-Algebra ist, sodass, wenn ich f nach x ausführe, sodass das nicht konstant ist. Da muss man einen Moment drüber nachdenken, warum das jetzt aus dieser 18.10 folgt, weil 18.10 trennt ja sozusagen nur einen Punkt von einer Menge. Wenn Rx aber konstant wäre, ne, dann könnte ich jede stetige Linearform draufschmeißen und ich würde wieder konstant rauskommen. So, das heißt, weil ich den Satz von Herrn Banach habe und dass Rx nicht konstant ist, finde ich eine Linearform, sodass ich die hintereinander ausführen kann und immer noch nicht konstant bin. Muss man, wie gesagt, kurz drüber nachdenken, passt aber genau ins Setting. Was heißt das aber? Das heißt, na, ich habe hier eine lineare Funktion, die ist sicherlich holomorph auf ganz C. Ich habe mein Rx, das ist holomorph auf ganz C. Das heißt, diese Hintereinander-Ausführung, die ist auch holomorph in ganz C. So, die ist beschränkt. Also in H von C und beschränkt, naja, durch die Norm von F. So. Was haben wir jetzt hier stehen? Hier haben wir stehen eine ganze Funktion, die beschränkt ist. Und da klingelt es in der Funktionentheorie ganz gewaltig, das sagt der Satz von Liouville. Oder das ist die Voraussetzung für den Satz von Liouville. Und der sagt gerade, eine beschränkte ganze Funktion ist konstant. Das heißt, f nach r von x ist konstant. F nach rx ist konstant. Ja, das kann aber nicht sein. Ja, weil das haben wir hier gerade ausgeschlossen. Es gibt gerade nach 18.10 so eine Linearform, sodass das gerade nicht konstant ist. Das ist schon mal gut in unserem Sinne, weil damit sind wir unserem Widerspruch auf den Schlichen. Ja, das heißt, was bleibt über? Naja, Rx muss konstant sein. So, ist Rx aber konstant? Naja, so gilt wegen... Ja, was haben wir oben gezeigt? Wir haben oben gesagt, Rx von Lambda in der Norm kesselt uns gnadenlos gegen 0, wenn der Betrag von Lambda gegen unendlich geht. Das ist diese Aussage hier. Naja, dann muss aber Rx konstant 0 sein. Und das kann für eine Resolvente nicht der Fall sein, weil eine Resolvente ist definiert als eine Inverse von irgendwas, was in der Banach-Algebra liegt. Das funktioniert nicht. Als Nullabbildung. Naja, und dementsprechend haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder war es konstant oder es war nicht konstant. Beide führen zum Widerspruch, also muss die Annahme Müll gewesen sein. Also folgt Sigma von x ist nie leer. Naja, und die Kompaktheit, das ist eine direkte Konsequenz aus Folgerung 17.9. Denn was sagt uns die? Die sagt uns gerade, ich kann mir meine Resolvente angucken. Also eigentlich sagt das, ich kann die Resolvente entwickeln in eine Potenzreihe. Und wenn ich eine Resolvente entwickeln kann in eine Potenzreihe, dann kann ich sagen, sie ist holomorph. Das haben wir aber eh schon an einer anderen Stelle rausgezogen. Also das ist eine direkte Konsequenz aus der Holomorphie. Inwiefern? Naja, die Resolvente ist definiert als Rho von x, also von Rho von x
in die Menge der invertierbaren Elemente auf der Banach-Algebra oder auf dem Banach-Raum, der dann zur Banach-Algebra korrespondiert. Das hier ist offen nach 17.5a und das hier ist eine holomorphe Abbildung. Das heißt, das hier muss offen sein. Oder das ist offen. So. Jetzt ist Rho von x als offene Menge, aber definiert als der Körper ohne das Spektrum. Also ist auch das hier offen. Naja, also muss das hier kompakt sein. In C. Und damit haben wir Sigma von x ist kompakt. Also kompakt, insbesondere nicht leer. Naja, und das ist gerade das, was wir zeigen wollten. Ja, also ein schöner, eleganter Abschluss hier an dieser Stelle. Gut, hätten wir diese Lücke sozusagen auch geschlossen, können wir uns jetzt noch zwei Kleinigkeiten zuwenden oder zwei kurzen Sachen zuwenden. Und zwar zwei Erweiterungen oder Folgerungen, je nachdem, wie man es betrachten möchte. Die erste ist Satz 18.11. Der sagt uns jetzt was über den Quotientenraum aus. Also wir nehmen uns einen normierten Raum, dann einen abgeschlossenen Unterraum V, damit wir den Quotientenraum hinschreiben können. Das war ja für abgeschlossene Unterräume der Fall. Und dann nehmen wir uns ein x1 aus x modulo V. Und dann sagt uns Satz 18.11, es gibt eine stetige Linearform, f in x', die auf V 0 ist, aber die x1 auf irgendwas abbildet, was nicht 0 ist. Also die trennt sozusagen den Punkt x1 von V. Der Beweis ist erstaunlich simpel, wenn wir uns einfach nur angucken, wie die Quotientenabbildung hier in diesem Fall wirkt. Also Beweis von Satz 18.11. Ja, was müssen wir tun? Wir müssen uns angucken, die Quotientenabbildung Pi von x nach x modulo v. Schreibt man noch Quotientenabbildung dabei. Also Pi übernimmt jetzt hier im Folgenden klassischerweise die Rolle von f. Ja, weil die Quotientenabbildung einfach mit Pi verankert ist. Das ist einfach die Kante. Wenn man Topologie betreibt und sozusagen den Quotientenraum einführt, dann ist Pi der Buchstabe für den kanonischen Epimorphismus. Der ist. Ne, und dementsprechend wird man da nicht drüber wegkommen. Das heißt, Pi ersetzt jetzt einfach die Rolle von f. Nach Definition der Quotientenabbildung kann dann natürlich Px1 ungleich 0, ist dann Px1 ungleich 0. Und jetzt wenden wir die Folgerung 18.10 drauf an. So, wir gucken kurz rein, was die noch sagte. Die sagte gerade, Banachraum ist ein normierter Raum, passt. Das Element, was wir jetzt hier gerade ausgerechnet haben, ist ungleich 0, passt. Dann gibt es eine stetige Linearform, die das nicht auf 0 abbildet. Ja, also 18.10 sagt, es existiert G, ja, wo lebt das jetzt? In x modulo v Strich, also im Quotienten, im Dualraum vom Quotientenraum. Und zwar der Gestalt, dass gerade G von Pi x1, das ist jetzt das Ding hier, das ist ungleich 0, das soll dann auch ungleich 0 abgebildet werden. Das ist 18.10. Naja, und jetzt setzt man sozusagen f gleich, f ist hier eigentlich eine ganz blöde Bezeichnung, oder? Ist doch völlig überladen. Ja, es gibt eine stetige Linearform f damit. Ja, gut. So rum ergibt es dann wieder Sinn. Dann übernimmt Pi aber nicht die Rolle von f, sondern eigentlich die Rolle von f0, aber das ist im Folgenden eigentlich völlig wurscht. So, also setzen nun f, das ist die, die Linearform in x' die wir suchen und die setzen wir jetzt fest als g nach Pi. Also erst die Quotientenabbildung, dann die Abbildung g aus x ohne v'. Wie wirkt die jetzt? Die wirkt folgendermaßen. Naja, das müssen wir reintun. Wir müssen reintun x. Das geht via Pi auf den Quotientenraum. Das geht via dem g in R über. Das heißt, das f ist auf jeden Fall schon mal nach Konstruktion linear. Stetig ist es auch, weil die einzelnen Komponenten stetig sind. Ist es auf jeden Fall in x'. Da soll es ja auch liegen. Na, also so wirkt das f. Und jetzt müssen wir uns nur noch kurz überlegen, dass es auch wirklich funktioniert. Nämlich, dass es, wenn ich das wieder einschränke auf das V, auch das rausgibt, was es will oder was es soll. Dann folgt f linear und stetig, das haben wir hier nachgerechnet, mit, ja und jetzt muss ich f eingeschränkt auf V betrachten. Das ist aber g nach Pi eingeschränkt auf V.
Das ist aber gerade g von Pi eingeschränkt auf v, weil das ja linear ist, wenn ich das, also ne, das ist noch nicht mal linear, das ist einfach hier die Hintereinanderausführung. Naja, Pi eingeschränkt auf v ist aber nach Definition von der Quotientenabbildung gerade 0. Und das ist gerade 0, das heißt, es ist eingeschränkt auf v gleich 0, aber es bildet mein x1 nicht auf 0 ab. Das ist genau das, was wir haben wollen. Na, und wo steckt der Satz von Herrn Banach drin? Hier. Und insbesondere muss man sich halt immer überlegen, sobald der Satz von Herrn Banach vorkommt, haben wir ein Resultat vor uns, was nicht trivial und insbesondere tiefliegend ist, weil das Lemma von Zorn und damit das Auswahlaxiom, der Wohlordnungssatz dahinter steckt. Ja, also das sind schon Resultate von einer gewissen Durchschlagskraft. So, das ist sozusagen der vorletzte Satz. Man kann diesen Satz, den wir jetzt hier haben, den 1811, als Trennungssatz für Punkte abgeschlossener Unterräume interpretieren. Weil anschaulich sagt das, ich habe x1 irgendwo liegen und dann habe ich meinen Unterraum, da liegt es nicht drin. Dann kann ich die beiden trennen. Das kann man noch für konvexe Mengen machen. Das ist dann eine geometrische Version des Satzes von Herrn Banach. Da habe ich hier drauf verzichtet. Das kann man aber ganz schön nachlesen im Caballo in 10.2. Also das ist alles kein Problem. So, dann als letztes brauchen wir noch, oder brauchen wir nicht, aber machen wir noch eine Umformulierung. Und zwar machen wir noch Satz 1812. Und zwar nehmen wir uns einen normierten Raum x, einen Unterraum v. Und zwar wollen wir voraussetzen, dass wenn ich eine Linearform f in x' habe, also von x nach r stetig, und die ist auf v gleich 0 ist, dann soll f komplett 0 sein. Nur auf ganz x. Wenn das für jede Linearform gilt, dann ist v dicht in x. Und das ist insbesondere deshalb eine ganz coole Geschichte, weil das kann man in der Approximationstheorie super nutzen, weil das ist ein Dichtheitskriterium. Weil was muss ich dafür machen, wenn ich jetzt zeigen möchte, dass mein Unterraum v dicht liegt, muss ich mir nur eine beliebige Linearform hernehmen aus dem Dualraum und zeigen, dass die auf dem Raum v schon 0 ist. Dass sie auf ganz x 0 ist, wenn sie auf v 0 ist. Das ist eine wesentliche Erleichterung für Dichtheit. Gilt natürlich nur in normierten Räumen, aber das ist nicht so weiter schlimm. Das wollen wir ganz schnell beweisen, das ist nämlich drei Zeiler hier bei mir jetzt. Und das machen wir ganz einfach durch Kontraposition. Wir stellen uns einfach auf den doofen Standpunkt, ja, was ist denn, wenn es nicht gilt? Also was ist, wenn wir nicht dicht sind? Ja, also gilt die Aussage nicht. Na, so gibt es ein x1. Was liegt in x, aber ohne den Abschluss von v quer? Na, wäre v dicht in x, dann wäre ja v quer gleich x, dann gäbe es so ein Ding nicht. Ne? So, die Dinger lassen sich jetzt nicht trennen. Ne? Also v und x1 lassen sich nicht trennen im Sinne von Satz 1811. Naja, und das ist ein Widerspruch zu 1811. Ne, weil 1811 sagt uns ja gerade, wenn wir diese Voraussetzungen hier haben, dann müssen sie sich trennen lassen. Naja, sie lassen sich aber nicht trennen unter diesen Voraussetzungen. Das ist ein Widerspruch. Damit haben wir es bewiesen. Und damit haben wir alle Sätze und das Kapitel durch. Und damit sind wir am Ende dieses Kurses angelangt. Und jetzt ist es natürlich an der Zeit, einen kleinen Ausblick zu geben. Na, wir haben jetzt sehr viel Grundlagen gemacht, wir haben sehr viele Sachen gesehen, wir sind relativ speziell gewesen, wir sind immer auf Banachräumen und Hilbert-Räumen unterwegs gewesen. Ich habe jetzt beim Ausblick nicht berücksichtigt, dass man das natürlich noch abstrahieren kann, das ist aber natürlich irgendwo logisch. Man kann das alles viel stärker abschwächen auf lokal konvexen topologischen Vektorräumen. Dazu zum Beispiel auch meine FA1-Vorlesung, die ich gehört habe, mal als Referenz heranziehen, die ist da in der Hinsicht ganz gut. Aber wir wollen jetzt einfach mal gucken von dem Standpunkt, wo wir jetzt sind, wo können wir hingehen. Und dann sage ich euch kurz, wo werden wir hingehen in dem Nachfolgekurs. Also, das ist sozusagen jetzt der Cut für die Grundlagen, weil da ist meiner Meinung nach, sind alle Grundlagen abgehandelt. Was kann man jetzt machen? Na, man hat verschiedene Möglichkeiten, von hier aus weiterzugehen, weil die Funktionalanalyse in reiner Form ist immer ein bisschen abstrakt angesehen, aber wenn man damit wirklich was machen will, dann kommt man in sehr viele verschiedene Anwendungsfelder und umgekehrt brauchen sehr viele verschiedene Anwendungsfelder die Funktionalanalyse. Ich bin immer noch mal überlegen, ob ich mal eine Stochastik-Serie mache aus funktionalanalytischer Sicht und maßtheoretischer Sicht. Ich bin da an was dran, ich will das nämlich endlich mal verstehen. Und da hilft es nur, wenn ich es erkläre. Aber ich kann da keine Übung zu geben.
Also was können wir zum Beispiel machen? Wir können machen Sobolev-Räume. Wir haben Kapitel 3, die LP-Räume definiert. Die kontrollieren so eine gewisse Art von Integrierbarkeit, weil so ein L2-Raum sagt ja, ich kann es quadrieren und habe dann sozusagen Quadrat integrierbar und so weiter und so fort. Sobolev-Räume kontrollieren jetzt auch noch die Ableitung. Aber das Problem ist ja, integrierbare Funktionen haben ja nicht zwangsläufig Ableitungen und da braucht man ein neues Konzept. Und zwar braucht man schwache Ableitungen. Sobolev-Räume kontrollieren dann diese Differenzierbarkeitsordnung im schwachen Sinne plus die Integrierbarkeitsordnung. Das ist sozusagen eine Erweiterung der LP-Räume. Und das findet dann seine Anwendung als natürliches Setting für die numerische Lösung von partiellen Differentialgleichungen. Also insbesondere innerhalb der finiten Elementenmethoden und der adaptiven finiten Elementenmethoden. Also in der FEM oder in der AFEM. Gibt es sehr viele gute Bücher zu. Zum Beispiel die Numerik 3 oder Numerische Mathematik 3 von Teufelhardt. Kann man da immer ganz gut ranziehen. Stör-Burlisch ist da bestimmt keine schlechte Idee. Der Hackbusch für Theorie und Numerik elliptischer Differentialgleichung ist auch nicht schlecht in der Hinsicht. Also da kann man sich in viele Arten und Weisen verzweigen. Eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit. Man kann Spektraltheorie machen. Eine Vertiefung von Kapitel 17 angucken. Das findet man zum Beispiel im Caballo, das ist so Kapitel 11 bis 13. Das ist Spektraltheorie, kompakte Operatoren, Anwendung in der Quantenmechanik. Also da ist viel, viel, viel Spielraum drin. Das könnte man jetzt auch machen. Und ich glaube, auch wenn man diesen Kurs hier intensiv durchgearbeitet hat, ist man auch in der Lage, das dann weiterzulesen. Was könnte man noch machen? Man kann sich mit Hilbert-Räumen beschäftigen. Linearen Operatoren auf Hilbert-Räumen, adjungierten Operatoren, dualen Operatoren, generelle Operatortheorie ist eine Verzweigungsmöglichkeit. Ich sage euch auch gleich, welche von diesen Verzweigungsmöglichkeiten wir dann oder ich dann im Folgenden machen werde. Man kann weitergehen in die Theorie der partiellen Differentialgleichung und in die Variationsrechnung. Partielle Differentialgleichung ist eine einzige Anwendungsschlacht von funktionalanalytischen Methoden. Ein wunderbares Anwendungsgebiet. Variationsrechnung ist ein bisschen aus der Mode gekommen, ist aber genauso spannend in der Hinsicht. Also es ist ein wunderbares Anwendungsgebiet. Man kann Distributionstheorie machen. Das ist weniger angewandt, aber dafür super elegant. Ja, also das macht wirklich Spaß. Mir zumindest. Ich gebe jetzt immer nur ein bisschen Ausblick dafür und ich möchte auch motivieren, warum ich mich jetzt mit gewissen Sachen in dem Fortsetzungskurs beschäftigen möchte. Denn dieser wird nämlich folgendermaßen lauten, und dann kann man schon so einen groben Blick erhaschen auf das, was wir tun werden. Der heißt nämlich Hilberträume, Operatortheorie und Distribution. Ist nicht gerade griffig, wird im Folgenden abgekürzt wahrscheinlich als HOD. Kommen wir mit hin. Aber da kriegt man schon mal einen groben Einblick von dem, was man sozusagen erwarten darf. Grober inhaltlicher Plan. Erstens, auf den Folien könnt ihr auf das hier klicken. Dann kommt er direkt zur Seite. Inhaltlich ist dann Folgendes geplant. Wir werden Hilbertraumtheorie machen. Also was ich gerade gesagt habe, wir werden Fourier-Reihen machen. Fourier-Koeffizienten im Abstrakten. Adjungierte Operatoren. Duale Operatoren. Die gesamte duale Operatortheorie dahinter. Ist eine wunderschöne Anwendung. Ist vor allen Dingen auch das, was wir in den Grundlagen jetzt hier gemacht haben, wirklich schön in die Vertiefung gezogen. Was wir danach machen werden, sind Grundbegriffe der Operatortheorie, was ich gerade schon angesprochen habe. Das kann man nicht nur im Hilbert-Raum-Setting machen, nur der adjungierte Operator schon. Aber den dualen Operator, den nutzt man vor allem auf Banachräumen. Das Problem ist, auf Banachräumen haben wir kein Skalarprodukt. Das heißt, wir müssen irgendwie auf Banachräumen ein Skalarprodukt imitieren. Und da sind wir beim dualen Operator und bei der Dualitätstheorie. Ist auch ein schönes Anwendungsgebiet. Danach werden wir uns mit Sobolev-Räumen beschäftigen. Da habe ich sie getrennt, da nicht. Ist auch wurscht. Also Sobolev-Räume werden ein relativ prominentes Kapitel einnehmen, einfach weil wir als viertes Distributionen machen werden. Und da brauchen wir einfach Sobolev-Räume, weil wir wollen Distributionen nach Sobolev-Räumen definieren. Das ist sozusagen das, wo wir langfristig hinwollen. Und ich behalte mir aber auch mal vor, bei den Sobolev-Räumen einen kleinen Abstecher vielleicht in die FEM zu machen. Da müssen wir mal gucken, wie das alles so bei mir lustig liebe Laune macht. Also das ist sozusagen die inhaltliche Grundstruktur, die wir machen werden. Präsentieren mache ich das Ganze in ähnlicher Form wie hier, allerdings werde ich mich stärker auf Folien konzentrieren, weil dieses Geschreibe immer noch ein bisschen in die Länge zieht. Das heißt, insbesondere versuche ich, Beweise auf Folien zu machen. Die werden allerdings ein bisschen kürzer gehalten, aber ich werde mir dann ein System überlegen, dass ich mir irgendwie Markierungen mache, wenn ich irgendwas nochmal im Detail ausführen möchte. Also das heißt,
diese Foliensätze oder dieser Folienstil hier, der ist jetzt eigentlich relativ signifikant und prägnant für das, was ich in Zukunft vorhabe. Gut, damit sind wir am Ende dieses Kurses und damit kann ich nur noch eins sagen. Vielen Dank für euer Interesse und ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt und ich hoffe, das hat ein bisschen Spaß gemacht, was ich hier zu vermitteln hatte. Und ich hoffe, es hat vor allen Dingen ein bisschen was gebracht und hat gezeigt, dass Funktionalanalyse zum einen ein ziemlich cooles Gebiet ist und zum anderen auch ein anwendungsreiches und auch eins mit vielen, vielen Querbezügen zu allen anderen Teilbereichen der Mathematik. Und mit diesen Worten sage ich dann einfach bis zum nächsten Mal im Nachfolgekurs. Der wird ein bisschen auf sich warten lassen, weil ich da noch ein bisschen am Rumspielen bin und auch erstmal Material erstellen muss und so weiter. Aber das kennt ihr alles schon. Aber es läuft uns ja alles nicht weg. Nebenbei muss ich ja auch noch irgendwann studieren. Na, und dann ist die Zeit schon relativ limitiert. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Kommentare, Anmerkungen und sonstige Fragen einfach unten in die Kommentarsektion. Und in dem Sinne, tschüss.